Willkommen aus Stuttgart und damit herzlich willkommen zum letzten Spiel der Hinrunde, zum 15. Spieltag, heute zum Spiel zwischen dem Team aus Baden-Württemberg und dem Team aus Hamburg. Heute dem Duell zwischen den Tabellendritten und den Tabellensechsten. So eine Partie, die wir hier und heute wahrscheinlich mit Spannung erwarten können. Und die große Frage natürlich, wie wird die Endtabelle aussehen? In der Hinrunde seht ihr am Ende der Folge. Heißt also, am Ende dieser Partie gibt es einmal die Tabelle des 15. Spieltages und damit auch das Ende der Hinrunde. Nächste Woche Pause tatsächlich. Nächste Woche gibt es die Pause. Die neuen Kader der Rückrunde werden vorgestellt. Heißt also, welche Spieler kommen, welche Spieler gehen. Unter anderem bei Hamburg tatsächlich eine große, interessante Personalie, die sich ändert. Nämlich der Torwart. Brunst verlässt den Verein, ist nicht mehr dann bei Hamburg tätig. Und diese Personalie wird dann durch Golz wieder ersetzt. Eine interessante Geschichte. Anscheinend gab es Differenzen oder sonst etwas, weswegen Brunst jetzt tatsächlich nicht mehr nominiert wird für die Rückrunde. Andere Geschichten, bei beiden Teams natürlich einige Nominierungen, die so ein bisschen im Raum stehen, welche Spieler denn neu kommen oder nicht. Aber die tatsächlich interessanteste Geschichte ist eben, dass Brunst nicht mehr nominiert wird. Obwohl er eigentlich wirklich ein sehr sicherer Rückhalt für Hamburg war bislang in dieser Saison, aber hat sich dagegen entschieden. Und jetzt erstmal hier die Aufstellung beider Teams. Die Aufstellung von dem Team aus Baden-Württemberg. Keine Veränderung gegenüber dem Erfolg gegen das Team aus Rheinland-Pfalz. Mit 5:3 hat man gewonnen. Einem sehr turbulenten Spiel, muss man auch einmal sagen. Hat man trotzdem gewonnen. Hätte natürlich das früher entscheiden können, höher entscheiden können. Aber nun gut, heute will man natürlich orientiert bleiben gegen den Team aus Hamburg. Aber erstmal hier die Möglichkeit groß und dann ist es das 1:0. Treffer Nummer 3 für Groß aus der Distanz. Ja, Brunst in seinem letzten Spiel, das spielt er nicht zu Null. Lücke zu weit aufgerissen, Brunst erwartet in Richtung Mitte, aber der kommt nicht in Richtung Mitte. Dementsprechend an den Fingerspitzen vorbei gezischt der Ball und so ist es die Führung für das Team aus Baden-Württemberg. Die Tabellendritter sind aktuell natürlich ein bisschen heute die Sache entspannter sehen können, dadurch, dass gestern Bremen einen Punkt gegen die Berliner geholt hat. Heißt also, man selber ist da schon ein bisschen entspannter. Natürlich, um vorne dran zu bleiben, muss man einen Erfolg holen. Jannert hier mit der gelben Karte. Wir sind noch nicht mal fertig mit der Aufstellung. Auf der Seite der Hamburger hat sich nämlich was geändert. Lukas Metscher, der heute nicht dabei ist, war nicht hundertprozentig fit anscheinend. Dementsprechend für Demirovic auf dem Feld, oder besser gesagt, Demirovic für ihn jetzt auf dem Feld. Vorne im Sturm hat die letzten Wochen ja mit ihm ja eigentlich gut funktioniert. Deswegen durfte er jetzt dann wieder ran. Hier die gelbe Karte für Joselu auch noch. Anscheinend gab es die hier vielleicht wegen Meckerns oder irgendwas. Aber hier erstmal Joselu aus der Distanz und Brunst. Also, ein spannendes Anfangsspiel dieser beiden Teams, die sich eben am Anfang der Saison oben um die Tabellenspitze duelliert haben. Dass das Spiel am 15. Spieltag stattfindet, macht die Sache natürlich umso interessanter, auch für die Rückrunde. Vielleicht für entscheidende Plätze hier. Aber jetzt aktuell geht es nicht mehr um die Hinrundenmeisterschaft. Hamburg ist auf Platz 6 aktuell mit 24 Punkten, mit der Niederlage, die sie aktuell sogar hier stehen haben würden. Ja, ist man dann auf 6 längerfristig positioniert. Denn die Hessen, sie haben zwar gewonnen, ja, sind aber noch ein bisschen entfernt von Hamburg, vom Platz 6. Und Hamburg nach einem guten Saisonstart doch stark nachgelassen. Nächste Möglichkeit hier, oder besser gesagt, erste Möglichkeit der Hamburger, die aber direkt verpufft. Ja, Demirovic, ja, zieht und zerrt ein bisschen zu viel für den Schiedsrichter. Kriegt eine mündliche Verwarnung. Soll ja demnächst auch die blaue Karte geben. Eben dann für so welche Situation. Dass wenn der Spieler dann tatsächlich die blaue Karte kriegen würde.
Aber das ist alles noch Zukunft, das ist alles noch nicht Gegenwart. Da müssen wir uns doch vielleicht noch nicht damit wirklich ernsthaft beschäftigen. Kimmich. Und das ist Joselu. Ja, groß. Und der Querpass auf Gnabry. Gnabry! Mit der nächsten Möglichkeit! Oder besser gesagt mit seiner ersten Chance hier in dieser Partie. Erster Ball geblockt, zweiter geht dann aber über den Kasten rüber. Die nächste Chance hier für Baden-Württemberg, die Führung zu erhöhen. ...25 Minuten gespielt. Und bislang hat Baden-Württemberg vieles nach Plan. Çalhanoğlu. Tah hier dazwischen. Wagnermann. Und das ist Pfeiffer. Oh, Musiala dazwischen. Gnabry. Joselu. Und Ball geblockt und es gibt den Eckball. Ecke für... das Team aus das Team aus Baden-Württemberg. Hier nochmal Tah mit der Fußspitze. Dazwischen kann der Ball dementsprechend zum Eckball klären. Ecke. Kimmich hat sich einen Mitspieler rangeholt. Wird den aber direkt schlagen. Matcher gegen Schlotterbeck, der Sieger. Schindler. Und Demirovic geht wieder raus, der Ball. Felix Metscher. Metscher auf dem Weg zum Ausgleich. Metscher und Leno. Erster Ball zumindest schon mal pariert. Demirovic, Ball geht raus Richtung Metscher. In die Mitte, Choupo-Moting. War ja zwischenzeitlich auch Top-Torschütze der Liga. Steht immer noch bei 12 Toren. Der trifft einfach in den letzten Wochen nicht mehr. Und deswegen vielleicht auch das ein Grund, warum das Team aus Hamburg in den letzten Wochen halt die Plätze verloren hat und mittlerweile eben nur noch auf Platz 6 der Liga steht. Ecke für Hamburg. Ecke. Demirovic kurz eben. Demirovic wieder am Ball. Flanke kommt und Leno springt raus und hat ihn. Matcher. Und Choupo-Moting. Köhn. Schlupp. Und Jannel, der hier auch erstmal in Bedrängnis gebracht wird. Wieder Schlupp. Jannel. Choupo-Moting. Ginter dazwischen. Aber legt sich den Ball viel zu weit vor. Schindler. Und Wagnermann. Und der Ball ist futsch. Konterchance, auch da wieder. Ball wird weit vorgelegt. Aber eben kein Hamburger irgendwie, der den Ball sich erobern kann. Groß. Und Joselu in die Mitte. Çalhanoğlu! 2-0! Hakan Çalhanoğlu, vierter Saisontreffer für das Team aus Baden-Württemberg. Man sieht einfach die Lücke, die da ist. Ja, und Çalhanoğlu läuft genau da rein und macht dann den mit Vollwucht rein. Brunst denkt, der kommt viel tiefer. Und dementsprechend ist es der Treffer Nummer 2 an dieser Partie und der zweite für Baden-Württemberg. Und damit ist es die sicherere Führung für Baden-Württemberg. Und jetzt ist die Frage, wie wird das Team aus Hamburg reagieren? Schlupp. Ball kommt quer, Schlotterbeck mit dem Kopf dazwischen. Matcher. Cedric hier am Ball erobern. Nachspielzeit von der Seitenlinie. Eine Minute. Die letzte Minute des ersten Durchganges. Kommt Hamburg vielleicht nochmal zum Anschlusstreffer? Nein, sie kommen nicht zum Anschlusstreffer, denn das ist der Halbzeitpfiff.
Baden-Württemberg führt hier verdient mit 2:0. Hat das eben clever genug gemacht. Choupo-Moting haben wir schon erwähnt. Der trifft in den letzten Wochen einfach nicht mehr. Und daraus resultiert dann eben auch hier wieder der Rückstand für das Team aus Hamburg. Baden-Württemberg führt mit 2:0. Durchgang 2. Herzlich willkommen hier aus Stuttgart. Heute zur Begegnung zwischen Baden-Württemberg in den weißen Trikots und Hamburg in hellblau. Stuttgart führt, Entschuldigung, das Team in weiß von Baden-Württemberg führt hier mit 2:0 gegen das Team aus Hamburg in den blauen Trikots. Und erstmal hier die erste Möglichkeit für Hamburg im zweiten Durchgang. Schlupp. Mit der Möglichkeit. Also, Situation die bislang Baden-Württemberg macht das clever mit den Toren. Also, immer wieder suchen sie Lücken und immer wieder finden sie Lücken. Und daraus sind dann eben die Tore entstanden. Hamburg, man merkt einfach, dass sie in den letzten Wochen einfach nicht wirklich Erfolge gefeiert haben. Als letztes 1:1 unentschieden gegen Bremen. Davor hat man verloren gegen Berlin. Und Baden-Württemberg, ja, im letzten Spiel eben. Hier erstmal die Möglichkeit von Çanakkale, aber Tag leert ihn raus. Baden-Württemberg, ja, wie gesagt, mit dem 5:3 Erfolg, mit dem Offensivfeuerwerk von beiden Teams. Hier nochmal das Tor zu sehen, das 2:0 von Hakan Çanakkale, der Nummer 20 von Baden-Württemberg. Man hat ja auch gesehen, wie gesagt, die Lücke. Sie haben die Lücke gesehen und daraus resultieren dann eben dieser Erfolg. So, aber erstmal hier Schlotterbeck und Brunst. Ja, in seinem letzten Spiel für Hamburg. Zur Rückrunde soll Golz ins Tor stehen. Brunst wird nicht nominiert. Und es gibt den nächsten Eckball. Ecke Kimmich. Und da mit dem leichten Kopfball. Cedric auf Çanakkale. Und Cedric. Wieder Çanakkale. Gnabry. Und wieder Cedric. So nicht. Köhn. Und Janet, natürlich suchen sie jetzt den richtigen Weg da in Richtung Leno. Irgendwie den Weg Richtung Tor. Choupo-Moting. Und weg ist der Ball. Es gibt erstmal Einwurf für das Team aus Baden-Württemberg. Und es gibt den Wechsel. Schindler geht. Lukas Metscher kommt. Also tatsächlich die Idee, die wir ja auch schon gesehen haben, das wird wahrscheinlich heißen, dass Demirovic vom Sturm dann ins Mittelfeld rumwechselt. Dann Metscher vorne im Sturm. Also der Wechsel, der dann auch schon so erwartbar war, wenn es nicht funktioniert. Aber es hat einfach heute hier für Hamburg nicht funktioniert. Metscher und Demirovic. Scheinend behalten sie doch die Situation bei, dass also Metscher hier tatsächlich in Richtung Mittelfeld bleibt. Oh, Roselu hier nicht souverän genug. Kimmich. Und Groß. Ja, Groß. Groß mit der Chance. Der tanzt sich hier durch die Abwehr, durch die Mittelfeld rein. Und die beobachten ihn alle nur. Wechsel bei Baden-Württemberg. Wagner kommt für Cedric. Also ein klassischer Wechsel, den wir ja auch schon öfter in dieser Saison gesehen haben. Köhn und Tah, Doppelpassspiel. Schlupp und Metscher nach vorne Richtung Choupo-Moting. Wieder Schlupp. Janelt. Metscher und dann auch wieder der letzte Ball. Er kommt nicht an. Çanakkale, Roselu rüber Richtung Gnabry. Gnabry schaut in die Mitte, da ist jemand, nämlich Musiala. Musiala! Und dann ist es das 3:0.
Und jetzt kannst du dir sagen, so von wegen, gut, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie ihn jetzt rausschmeißen. Weil jetzt könnte man da schon der ein oder andere sagen, oh, 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 da muss was schiefgegangen sein. Aber richtig, wir schauen natürlich auf Bruns, denn der lässt den Ball ins eigene Tor abklatschen. Eieieiei, und es wird auch als sein Eigentor gewertet. Eigentor Bruns in seinem letzten Spiel für Hamburg. Wie erwähnt, der hat eine gute Saison eigentlich gespielt. Und dann wird er so abgestraft und darf nochmal sein letztes Spiel zeigen. Gegen Baden-Württemberg. Und er spielt hier gefühlt miserabel. Also das ist natürlich schon eine Sache für sich, dass hier das so dann nochmal präsentiert wird. Das ist schon sehr bitter. Nächste Möglichkeit für Baden-Württemberg. Gnabry und Çalhanoğlu uneinig. Uneinig in der Hinsicht. Nächste Situation. Wagner. Über die Flügel. Gnabry. Joselu hat noch nicht das Tor erzielt. Will es natürlich noch erzielen. Er beschwert sich natürlich hier. Er steht aktuell bei 12 Toren. Wechsel. Groß geht der Torschütze zum 1:0. Hofmann kommt. Und es gibt den nächsten Eckball. Ecke für Baden-Württemberg. Gnabry. Und Musiala. Und das ist Çalhanoğlu. Nächster Wechsel. Timo Werner kommt für Gnabry. Auch Gnabry heute nicht wirklich der Torschütze. Also, es haben heute andere die Tore erzielt. Musiala. Und Werner. Werner auch so ein Kandidat, wo viele erwarten, dass der vielleicht für die Rückrunde nicht mehr nominiert wird. Hat er am Anfang der Saison viele Chancen gehabt, hat sie nicht genutzt. Wurde sogar vor Joselu bewertet erst, falls das Team von Baden-Württemberg so seine kleine Formkrise hatte. Aber seit Joselu und Gnabry vorne im Sturm stehen, funktioniert es. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch gar nicht mehr nominiert wird. Aber das werden wir alles sehen nächste Woche bei der Nominierung. Wer alles da dabei ist oder nicht. Musiala auf Werner! Werner aktuell bei 4 Toren, Wechsel bei Hamburg. Auch hier ein Debütant. Also nochmal ein paar Spieler nochmal ein bisschen testen. Flanke. Erstmal abgewehrt. Musiala! Nächste Möglichkeit. Für Baden-Württemberg. Ja, Kimmich der Zeit. Der weiß, er hat auch auf die Uhr geguckt. 5 Minuten haben sie noch. Auf der Uhr, 85. sind wir. Es gibt den passenden Eckball von Joshua Kimmich, der sich da lieber einen Spieler rangeholt hat, für den Fall der Fälle, dass er kurz macht. Das macht er auch, nämlich auf Hofmann. Der aber hier so ein bisschen komisch den Ball verliert gegen Janelt. Aber daraus ein Abschluss kein positives Resultat ziehen kann. Çalhanoğlu und Musiala. Raus Richtung Flügel. Hofmann und Joselu. Nicht das 4:0. Nächste Möglichkeit für Hamburg. Vielleicht noch zum Ehrentreffer zu kommen. Denn 2 Minuten Nachspielzeit wird von der Seitenlinie angezeigt. Aber Janelt viel zu offensiv in der Hinsicht. Da macht er einfach mal den Ball lang und länger und ja. Eigentlich im Endeffekt direkt den Mann vor sich, den Ball einfach rübergeschenkt und Metscher kann den Ball nicht mal annehmen. Also, hier Baden-Württemberg gewinnt das letzte Spiel der Hinrunde mit 3:0, souverän gemacht. Ja, Hamburg, die müssen so fokussiert sein wie am Anfang der Hinrunde. Dann vielleicht können sie wieder hochkommen, aber so eher nicht. Denn Hakan Çalhanoğlu heute Man of the Match. Aber auch ein interessanter Fakt, heute hat kein Stürmer getroffen. Also, das war's hier aus Stuttgart
verabschiede mich zur Hinrundenende. Baden-Württemberg gewinnt mit 3:0 gegen Hamburg. Jetzt gibt's nochmal die Tabelle des 15. Spieltages.